Ja, Martin Schulz, 2,5 Monate vor der Bundestagswahl liegt die SPD bei 25% in aktuellen Umfragen, 13% hinter der Union. Wird es nicht allmählich Zeit, dass der SPD, und ich sage es jetzt mal, Bummelzug in Fahrt kommt? Der Wahlkampf beginnt jetzt und ich glaube, dass die wichtigsten Zahlen bei den Umfragen ja nicht die sind, die Sie gerade zitiert haben, sondern dass 60% der Bürger das Rennen für offen halten und mehr als ein Drittel sich überhaupt noch nicht entschieden hat, wen und welche Partei sie wählen wollen. Sie haben die Ehe für alle durchgedrückt, haben die Union quasi vor sich hergetrieben. Warum kann die SPD nicht daraus mehr Profit ziehen? Verkauft sich die SPD zu schlecht? Die jetzigen Umfragen sind Momentaufnahmen. Der Wahlkampf beginnt jetzt gerade und ich glaube, dass im Wahlkampf für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar wird, dass wir ein sehr, sehr gutes Programm vorgelegt haben. Sichtbar wird, dass CDU und CSU offen gesagt verfeindete Parteien sind. Die haben derartig unterschiedliche Konzepte, dass sie zwar ein gemeinsames Programm oder ein angeblich gemeinsames Programm vorstellen, gleichzeitig bei der Vorstellung aber sagen, es gibt noch die Bedbank für unsere Idee, das ist der sogenannte Bayernplan. Ich glaube schon, dass wir im Wahlkampf klar machen können, dass wir das geschlossenere Konzept haben. Sie haben Angela Merkel Inhaltsleere vorgeworfen. Sie haben das auch drastisch ausgedrückt. Sie haben ihr einen Anschlag auf die Demokratie vorgeworfen. Würden Sie das heute eigentlich genauso wiederholen oder haben Sie sich damit auch selbst geschadet? Wir beschreiben ja mit dem, was wir kritisieren, einen Zustand, den die Bürgerinnen und Bürger sehen, nämlich den, dass die jetzige Regierungschefin unseres Landes glaubt, die Zukunft unseres Landes beschreiben zu können durch nichts sagen. Das wird in einem Wahlkampf nicht gehen. Ja, Angela Merkel hat ja nun die Möglichkeit, sich auf der Weltbühne zu profilieren. Können Sie eigentlich auch Weltpolitiker? Ich weiß nicht, ob Angela Merkel sich in der Weltpolitik gut profilieren kann. Ich habe die Bilder in Hamburg im Auge und die mageren Ergebnisse dieses bombastischen Gipfels. Ich weiß nicht, ob das die Weltpolitik ist, die wir brauchen. Ich bin kein Weltpolitiker. Ich bin ein Europapolitiker, der versteht, dass in der Welt, in der wir leben, die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel nur geschützt sein wird durch ein starkes Europa. Vermissen Sie Straßburg eigentlich? Auf keinen Fall. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe in Berlin. Meine Tätigkeit in Straßburg über 22,5 Jahre waren für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Die Welt war am vergangenen Wochenende in Hamburg zu Gast beim G20-Gipfel. Es gab sehr unschöne Szenen der linksautonomen Szene. Was lernen wir aus diesem Gipfel? Wenn 20 Regierungschefs zusammenkommen, die 60% etwa der Weltbevölkerung repräsentieren, dann muss mehr dabei rumkommen als diese mageren Minimalkonsense, die am Ende mit einem Herrn Trump, Erdogan oder Putin oder dem König von Saudi-Arabien hergestellt werden. Das ist mager, das reicht nicht. Da lohnt sich Aufwand und Ertrag nicht. Und was wir in den Bildern in den Straßen gesehen haben, der marodierende Mob, der da rundgezogen ist, der braucht eine klare Antwort. Übrigens nicht, dass die Demokraten sich zerstreiten, sondern dass sie zusammenstehen. War es nicht ein Fehler, dass man diesen G20-Gipfel in einer Stadt durchführt, wo eh bekannt ist, dass die linksautonome Szene sehr stark vertreten ist? Es war der ausdrückliche Wunsch von Angela Merkel, nach Hamburg zu gehen. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass normalerweise in weltoffenen Städten solche Veranstaltungen durchgeführt werden müssen. Bei G20 will ich aber nochmal an eins erinnern. Da ist ein tonusmäßiger Wechsel. Der übernächste soll in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, stattfinden. Ob das dort so demokratisch zugeht wie bei uns, wage ich zu bezweifeln. Kommen wir noch ganz kurz zum Dieselfahrverbot. Sie haben gesagt, Sie lehnen ein Dieselfahrverbot ab. Der OB Reiter hier in München sieht das ein bisschen anders und hat auch ein Dieselfahrverbot bereits ins Gespräch gebracht. Ich habe mich nicht gegen ein Dieselfahrverbot ausgesprochen, sondern gesagt, der Dieselmotor wird noch eine gewisse Zeit gebraucht werden. Und man wird ihn nicht von einem Tag auf den anderen ersetzen können. Das habe ich bei Audi gesagt. Wenn in einer Stadt wie München die Schadstoffbelastung, die NOx-Belastung oder auch die Feinstaubbelastung zu hoch ist, dann ist ein Oberbürgermeister nach den gesetzlichen Regeln sogar verpflichtet, zu schauen, dass er den Verkehr reduziert. Insofern ist ein grundsätzliches Bekenntnis dazu, dass die Dieseltechnologie eine Übergangstechnologie ist, die wir noch brauchen, eine Sache. Und ein Fahrverbot in München, das aus welchen Gründen auch immer verhängt werden muss, ist eine andere Sache. Letzte Frage, was macht Martin Schulz eigentlich mit seiner wenigen Freizeit? Lesen. Ich bin ein begeisterter Leser. Und zwar jeden Tag. Ich nehme mir jeden Tag die Freiheit heraus, was zu lesen. Zur Zeit von Heinz Schilling, 1517. Das ist eine Weltgeschichte, nennt er das, die Weltgeschichte eines Jahres.
Schilling schreibt in diesem Buch über das Jahr 1517, Luther, Reformation, das ist europäisch. Was war in Asien, in China 1517? Was war in Afrika 1517 oder in Indien? Lehrt uns ein bisschen, dass die Welt nicht nur aus Europa besteht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke.